Sie sprechen eine digitale Kulturentwicklung an. Wir beobachten darin wachsende Medienabhängigkeiten bei Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen. Wie schätzen Sie das ein? Naja, also ich meine, das ist ja immer so ein Satz, der wird durch die Presse und durch die Politik gehypt, dass wir, wenn wir jetzt nicht ganz schnell aktionistisch irgendetwas mit Digitalität in den Unternehmen machen, dass hier der digitale ICE an uns vorbeirauscht. Ich sage dazu, fallt da nicht in Panik. Denn wir müssen als Unternehmen nicht jedem Trend hinterherlaufen. Das wissen die alten Unternehmer, inhabergeführten Unternehmer schon seit vielen, vielen Jahren. Aber wir müssen uns also hier nicht in irgendeine Panik versetzen, die uns die Medien und die Politik insbesondere dann ja, Glauben schenken mag. Nehmen wir mal das Beispiel Industrie 4.0. Industrie 4.0 ist nichts Neues. Im produzierenden Gewerbe der Automobilindustrie beispielsweise gibt es die Prozessoptimierung in den Produktionsprozessen schon seit weit über 30 Jahren. Und man hat immer natürlich die neuesten Technologien genutzt, um diese Produktionsprozesse noch weiter zu optimieren. Das ist wirklich nichts Neues. Das hat Henry Ford schon 1920 gemacht, als er sein Ford T-Modell gebaut hat. Sicherlich liegt hier auch neues Arbeitsplatzpotenzial. Das entsteht, wenn jetzt neue Technologien im Bereich der Industrie 4.0 auch entwickelt werden und auch eingesetzt und Dienst geleistet werden. Aber man muss sich wirklich überlegen, wie soll diese Produktionsoptimierung weitergehen, um damit noch mehr Kosten einzusparen und immer noch mehr hochtechnologisierte Unternehmen zu gestalten. Und was macht das eigentlich mit den Menschen im Arbeitsprozess? Das ist eine ganz wichtige Frage. Was macht das mit den Konsumenten, die immer schneller Just-in-Time shoppen wollen und letztendlich dann ihren Konsum komplett digitalisieren? Welche Signale geben wir eigentlich an unsere nachfolgenden Generationen einer nachhaltigen Wirtschaft und Gesellschaft? Und hier sehe ich immensen medienkulturellen Informationsbedarf. Und dieses Beispiel zeigt auch mal wieder, wie aktionistisch wir letztendlich in Deutschland mit solchen Buzzwords umgehen und wie wenig nachhaltig letztendlich dann solche Ergebnisse auch sind. Darüber hinaus halte ich das Verhalten von Managern und Geschäftsführern für gefährlich. Sie sind in der Regel schlecht über die digitalen Entwicklungen informiert. Und wenn sie brechen ein Thema auf und suchen dann immer nach bestimmten KPIs, die Digitalität dann im Unternehmen erzeugen soll, Umsatz, Gewinn, Kosten und so weiter. Doch Digitalität verändert mehr als das. Es verändert die Arbeit, es verändert die Art der Führung von Mitarbeitern, auch gerade jüngerer Generation. Und es verändert auch das Miteinander im Unternehmen. Und damit beschäftigen sich Unternehmen nicht. Sie beschäftigen sich eher, wie kann ich Copy-Paste ganz schnell eine Technologie einsetzen in meinem Unternehmen. Aber mit den wirklich essentiellen Fragen im Hintergrund wird sich nicht beschäftigt. Deswegen müssen Unternehmen, die ein wichtiger Faktor in unserer Gesellschaft im Lande sind, auch aktiv diese digitale Kulturentwicklung einbringen. Und es reicht eben nicht, eine Technologie zu kopieren, sondern sie sollen, und das ist mein Wunsch, diese gesellschaftlichen Entwicklungen, diese Medienkultur mitgestalten. Deswegen müssen sich Manager und Geschäftsführer damit beschäftigen.